Fertig. Also diese Art, der macht. Ich drücke auf Rennen, der macht 3 Schritte, fängt an zu keuchen, als ob der 50 Kilometer gerannt ist. Meine Güte. Da müsste, glaube ich, noch irgendwo. Irgendwas. Ich nähere mich jetzt der Ausgrabungsstätte. Roger, Nomad, infiltrieren Sie die Forschungskuppel und holen Sie Rosendahl da raus. Ich schicke Ihnen einen Senkrechtstarter. Tarnfeld aktiviert. Was ich sagen wollte, nochmal so ein Ding, genau. Ich liege gerade auf dem Ding hier. No joke. Also ich habe das ja... Ich habe mich gerade... Ui. Alter, ich dachte gerade, Alter. Ich sah gerade so kurz aus, ob da bei mir was kurz reingeflogen ist. Ja, komm, schnell. Hopp. Come on. Nimm doch. Schatzi. Jetzt werden sich alle hier sammeln, Alter. Oh nee, oder? Dumm. Junge, was? Huhuhu, Alter, wo hat der mich durchgetroffen? Bitteschön. Oh, da kommen die angerannt, ey, ne? Die. Oh, leg dich hin. Ey, bitte wirf dir keine Granate hoch. Bitte. Danke. Ich sag euch auch danke, wenn ihr keine Granate hier hochschmeißt. Okay, der muss nachladen dabei. Junge, was machen die denn da? Hier sehe ich niemanden. Der ist lost. Okay. Kann ich auch damit leben? Ganz kann ich damit leben. Gar kein Problem. So, was haben wir hier? Einer, der sich hinlegen will. Der nächste, der sich hinlegen will. Na, das wäre jetzt dumm. Der nächste, der sich hinlegen will. Ey, Junge, leg dich doch hin, bitte. Ja, komm, leg dich hin. Leg dich bitte auch gleich hin. Perfekt. Ist er noch hier? Ja, da ist er. Nein, nicht hinter die Deckung. Nein. Gut. Das lobe ich mir. So, jetzt... Oh, nee. Leg dich hin, leg dich doch noch, du! Katastrophe, ich sag dem, leg dich hin, der legt dich nicht hin. Ja komm, Alter, baller mit der Pumpgun mir ins Gesicht, bitte. Danke. Das war knapp. Ich wäre fast runtergeflogen. Sehr schön. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ja. Tarnfeld aktiviert. Bist du? Boy, wo bist du überhaupt? Maximale Panzerung. Chill. Gut. Gut. Das sieht nicht gut aus. Ey, ich habe keine Ahnung, wo die sind, ne? So Basis infiltrieren ist halt einfach stur abwarten, bis die alle rauskommen, weil die sitzen alle irgendwo. Okay, die Karre ist bald fast down. Aber hier müsste noch irgendwo einmal hier Munition kann ich mir holen. Für die Sniper natürlich. Komm, hopp. Hoppity hopp. So, laden wir gleich nach. Nicht, dass wir unnötig sozusagen Munition verbrauchen. So, da sehe ich einen Boy. Ja, ich tanze weiter. Sehr schön. Energiekritisch. Junge, ich
bin hier vorne, Bo. Ja, komm. Leg dich schlafen. Danke. Ich glaube, der ist nicht schlafen gelegt, oder? Doch, perfekt. So, habe ich noch jemanden hier? Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Ja, wie die Geräuschkulisse manchmal. Dumm. Da denke ich einfach nur so, Alter, ist da gerade ein Panzer von dem Himmel geflogen? Ah, nice. Granaten. Mit dem bin ich auch voll bedient. Oh, mal was Neues. Sniper hätte ich. Eine Uzi. Kann man noch mal. Kann man mal ausprobieren. Muni, okay. Nee, Nahkampf gehe ich eh nicht. Ich bin eher, wie gesagt, der Dude, der eher vom Weiten einfach drauf hält. Bis jemand liegt. Maximales Tempo, Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. So, irgendwo ist noch jemand. So wie es ausschaut. Nehme ich. So, kommt halt die Frage, wo? Ah ja, ich sehe den da schon abdancen. Schalldämpfer, okay, von mir aus. Ich kann mal das jetzt mal für den ersten Schuss jetzt hier mal lassen. Ja gut, ich würde halt eventuell mal raten, genau. Sehr schön. Aber Präzision schießen kannst du mit dem Teil gar nicht. Vielleicht wechsle ich doch nochmal. Oh, Junge, was ist? Knapp. Maximales Tempo. Das ist eine Schrotflinte, aber nicht. Hier ist sie auch nicht. Hier ist auch eine Schrotflinte. Auch falsches Gebiet. Das wechsle ich. Das nehme ich. Finde ich besser. Taktischer Aufsatz. Granatenwerfer. Sturmvisier, Scharfschützenvisier. So kann man arbeiten. Das war aber jetzt eine ganz spontane Aktion, Bro. So. Wenn ich in ein Gebäude reingehe, dann... Dann nur so. Oh, Junge. Ist hier noch jemand? Nee. Ey, die kommen aber auch aus jedem Loch gekrochen, Alter. Meine Jüde. Das gibt's doch nicht. Naja. Maximales Tempo, maximale Panzerung. So, was habe ich nicht? Voll, leer. Aber ich habe keine gesehen. Granatenwerfer, ach mal, irgendwo noch. Hier müsste doch irgendwo noch ein Granatenwerfer liegen, oder? Maximales Tempo. Bitte. Leute, enttäuscht mich nicht. Nee, oder? Oh nee, das gefällt mir gar nicht. Maximale Panzerung. Leise, ganz leise. General Kyung, hören Sie doch. Ich empfange einige sehr seltsame Signale. Wir müssen wissen, womit wir es hier zu tun haben, bevor Sie... Ich bin die ständigen Verzögerungen leid. Bei den anderen Fossilien waren Sie nie so vorsichtig. Ich weiß, was im Hindukusch passiert ist, Doktor. Das war was anderes. Die anderen Proben, die afghanischen Artefakte, die sibirischen, das waren alles Fragmente. Das ist das erste intakte Exemplar, das wir je gefunden haben. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Dafür ist keine Zeit, Doktor. Die Amerikaner sind bereits auf der Insel. Ihre diplomatischen Verwicklungen interessieren mich nicht, General. Sollten Sie aber. Das Pentagon wird dieses Projekt militärisch nutzen. Glauben Sie wirklich, dass die CIA sie ungestört weiterforschen lässt? Ich verstehe. Ich brauche nicht mehr lange. Mein Scan ist so gut wie fertig. Uns geht es nur um diesen Tempel. Ihr Fossil interessiert mich doch gar nicht, Doktor. Das ist kein Fossil. Es ist eine versteinerte, karbonbasierte Maschine. Eine Maschine, die 2 Millionen Jahre älter ist als die Menschheit. Das spielt im Moment keine Rolle. Dieser Tempel ist der Ursprung. Tempel? Meine Güte, wir haben keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Wenn Sie es öffnen, weiß niemand, was passieren wird. Warten Sie. Ich bekomme jetzt die ersten Bilder. Aber das...
Das kann nicht sein. Da bewegt sich etwas. Aber das ist unmöglich. Oh nein, Chong! Sie müssen sofort damit aufhören. Es ist zu gefährlich. Sie haben keine Ahnung, was da drin ist. Dad, was ist los? Helena, du musst ihn aufhalten. Verschwinde von hier, sofort. Sie leben noch. Wer lebt noch? Wovon redest du denn? Das Fossil. Es lebt noch. Es ist... Oh nein! Dad, wir haben eine Mikrowellenentladung bei euch geortet. Was hast du getan? Verschwinde da! Schnell! Was ist... Wer sind Sie? US Special Forces, wir müssen hier raus. Ein Glück. Kyung hat mein Team, meine Tochter, oben in der Mine in den Bergen. Sie müssen zu ihnen. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Was habe ich getan? Rosendahl ist tot. Seine Entdeckung hat den Laden hier gerade in einen riesigen Eiswürfel verwandelt. Sie haben in den Bergen eine noch größere Reliquie gefunden. Ich muss da rauf. Ihr Vogel ist unterwegs. Wir haben eine sichere Landezone einige Klicks flussabwärts. Schnappen Sie sich ein Boot und fahren Sie los. Schweres Gerät nähert sich Ihrer Position. Beeilen Sie sich, da draußen wird's gleich ziemlich ruppig. Da sind ja aber knapp eingefroren hier, ey. Die Jungs. Vor allem, wie viele von denen hier saßen. So, gibt es eventuell irgendwelche Easter Eggs hier? Wäre natürlich auch interessant. Easter Eggs bei Crysis. Also, so wie ich mitbekommen habe, hat man bei Crysis 2 haben wir Easter Eggs. Ein paar. Versteckt. Also sind versteckt. Muni nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Ich voll. Umändern auf Einzelschuss. Die ist voll. Raketenwerfer, schade. Da kann ich nichts machen. Also, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt mal Feierabend. Ich muss auch morgen pennen. Morgen arbeiten. Ja, manche Leute müssen arbeiten. Genau, jetzt haben wir schon 10 Uhr. Schlag mich tot. 40, laut meiner Uhr. Ich würde sagen, ich beenden mal an dieser Stelle. Ich danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und wir sehen uns, würde ich sagen, das nächste Mal. Wenn ich mal wieder das Spiel anspiele. Ihr seid auf jeden Fall immer gern dabei. Genau. Also, bis dann. Ciao, ciao.